Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Within, hier im Weihnachtsspecial und frohe Weihnachten vom gesamten XCOM Team und natürlich auch von mir. Wenn ihr dabei sein wollt im Kampf um die Erde, schreibt es in die Kommentare, ich bringe euch ins XCOM Team und ich werde versuchen, euch nicht sterben zu lassen, das ist ein Versprechen. Gut, was steht denn demnächst an? Alien Sicherheitstrakt in 4 Tagen, Pulsbogen in 9 Tagen, Ratsbericht in 12 und die Anfrage von Nordamerika in 14 Tagen. Aber wir müssen nach neuen Ereignissen scannen. Denn das Leben als ein XCOM-Angehöriger ist nicht einfach. Alien Sicherheitstrakt online. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann es sein, dass er die Rüstung nicht gebaut hat, weil er eine Einrichtung gebaut hat? Aber das müsste normalerweise unabhängig sein, oder davon? Bewaffnung. Ich habe immer noch keine Körperpanzerung. Die Lage dürfte unverändert sein. Ja, ist sie auch. Gut, das heißt, Pulsbogen in 5 Tagen. Ich muss immer noch ein lebendiges Alien fangen. Grabung abgeschlossen. Soldat Pneiplex und Soldat Swordfish sind in aktiven Dienst zurückgekehrt. Ausbauarbeiten sind abgeschlossen und der Pulsbogen ist fertig. Das heißt, wir haben Platz für ein neues Forschungsobjekt oder ein Forschungsprojekt. Der Pulsbogen ist eine nicht tödliche Handfeuerwaffe, die Gegner betäuben soll. Es funktioniert offenbar am besten bei bereits geschwächten Gegnern. Benutze die Option, ja, baue, kaufe, um das bla 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 bla. Experimentale Kriegsführung. Unser Wissen über Alien-Technologie ist zwar noch sehr begrenzt, aber das bisher Gelernte reicht schon aus, um den Kampf, wie wir kannten, zu revolutionieren. Wenn wir auf Augenhöhe gegen diese Gegner antreten wollen, müssen wir die Alien-Technologie für unsere Zwecke anpassen. Das ist allerdings richtig. Schalenrüstung. Gott. Ja, wir machen experimentale Kriegsführung. Machen wir, alles kein Problem. Ich habe keine Credits. Was kostet das Ding? 16. Ich brauche eins. Auftrag erteilen. Hat er das jetzt hergestellt oder nicht? Das weiß ich nicht. Wir werden es gleich feststellen. Nein, hat er nicht. Wie funktioniert das mit der Werkstatt? Ich verstehe das nicht. Ich bin zu doof dafür. Es werden Ingenieure dafür abgestellt. Das weiß ich. Bitte zwei Gesundheit. Kein laufendes Projekt, sagt er mir. Alter Mann, bau den Schiss, wenn ich es dir schon sage, ja? Bau den Schiss. Ich könnte meinen Trupp erhöhen, aber ich habe keine Kohle. Das ist das Problem. Ja, ich brauche den lebendigen Alien noch und den muss ich dann verhören. Eingehende Übertragung. Oh oh. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Das ist sehr nett. Okay, unsere XCOM-Aktivitäten im März war UFO abgeschlossen 1, 2 Entführungen vereitelt, 1 Satelliten gestartet, 3 Forschung abgeschlossen und ein UFO gestürmt. Wir bekommen 3 Wissenschaftler, 1 Ingenieur und 375 Alien-Dollar für den nächsten Monat. Bewertung A. Russland, Australien und Südafrika sind nicht gerade entspannt. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Alles klar. Bleib in Kontakt. Okay. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander.
Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, aber dann baust du mein Zeug nicht. Du Bobsack. Es steht aber dabei, gebaut 4 Stück. 1 und 1. Ich bin ja nicht blöd, ich bin ja nur gescheit. Der Eindruck, den ich von Ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das Sie aufhalten könnte, wenn es Ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, Sie haben etwas anderes vor. Du bist so positiv, Dr. Shen. Wir haben alles, was wir benötigen, um ein Alien für die Vernehmung zu ergreifen und zu verwahren. Jetzt liegt es bei unseren Bodentruppen. Jetzt bin ich wieder gut dafür, ne? Wann werden diese Rüstungen fertig? Dauert das immer einen Monat? Ich weiß es nicht. Ich hab sie nicht im Spind. Der Puls... Ach, da ist das Zeug. Ach, die Weste ist unter der Rüstung. Ah. Ah, so ist das. Pulsbogen, Baby. Natürlich blöd, dass das genau diesen Slot belegt, ne? Paxton, du lebst gefährlich. Du lebst gefährlich, aber ich gebe deine Rüstung mal den Sergeant. Zack. Nanoweste implantiert. Pneiplex, du hast dich für eine Nanoweste qualifiziert. Batz. Und außerdem hast du dich qualifiziert für ein schöneres Aussehen. Jawohl, jetzt bist du hübsch. Jetzt bist du hübsch. Wen haben wir noch? Swordfish. Nanoweste. Gratis. Boots. Die gute Maya muss leider darauf verzichten. Die sind noch 2 Tage verwundet. Die hat's dicke abbekommen. Du bekommst natürlich wieder das Medkit. Okay, ich bin doch nicht so blöd. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ich brauche 5 Energie, ich brauche noch ein Kraftwerk. Kostet 60. Brauche ich das? Ja, brauche ich. Bau du Stück. Alles klar. Ich kann eigentlich gleich einen Aufzug auch noch mitbauen, oder? Der kostet eh nur 50. Ja, bau. Okay, Kraftwerk in 5 Tagen. Das mit dem Satelliten, das geht sich nicht mehr aus in die 3 Tagen. Kraftwerk in 5, Aufzug in 5. Kriegsführung in 6, Ratsbericht in 30 Tagen. Wir müssen ein paar Missionen erledigen. Maya ist zurück in den aktiven Dienst getreten. Das Kraftwerk ist fertig. Bereit. Das ist super. Das ist super. Könnte ich jetzt das Satellitendingens bauen? Achso, ich muss erst wieder den Dreck ausheben. Ah, da geht's Geld schon wieder dahin und ich habe noch gar nichts gemacht in dem Zugangslift einsatzfähig. Der Lift ist fertig, yes. Es kostet überall 2. Ach komm. Nee, ich schippe jetzt keinen Dreck rum. Experimentelle Kriegsführung ist fertig. Wunderbar. Gießerei zum Bau verfügbar. Schnitterpatronen zur Herstellung verfügbar. Blendgranaten verfügbar. Und Phönixkanone verfügbar. Experimentelle Ballistikforschung hat zu dieser speziellen Munition für konventionelle Waffen geführt. Sie richtet erheblichen Zusatzschaden beim getroffenen Ziel an. Dafür verschätzt es sich die zusätzliche Einfassung an der Patrone die Zielsicherheit auf größere Reichweite. Außerdem lassen sich die Patronen nicht für Pistolenkaliber anpassen. Entwickelt neue Gefechtsausrüstung oder verbessert bereits existierende Gegenstände in der Gießerei. Diese Anlage zählt als Werkstatt, was den Verbundsbonus betrifft. Also die Gießerei müsste ich neben die Werkstatt packen, was aber schon wieder nicht geht. Verdammt! Die Phönixkanone kann einem Ziel gewaltigen Schaden auf einem Schlag zufügen, allerdings nur auf sehr kurze Distanz. Das bedeutet für den Abfangjäger ein größeres Risiko im Luftkampf.
Diese wie eine Granate einzusetzende Waffe gibt einen desorientierenden Lichtblitz mit einem betäubenden Knallgeräusch von sich. Jeder Gegner, der in den Blitz schaut, wird desorientiert und leidet unter verringerter Zielgenauigkeit und Bewegung. Robotische Einheiten und Gegner mit fortgeschrittenen Psi-Kräften sind immun gegen Blendgranaten. Das ist super. Neue Waffen wären geil. Neue Panzerung wäre. Es wäre so vieles geil. Muss ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen. Es ist so blöd. Weil die Werkstatt da oben ist. Gut, hilft nichts. Da muss ich so durch. Blendgranaten, Schütterpatronen. Nee, macht alles keinen Sinn im Moment. Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte in die Offiziersschule, denn ich möchte die Truppengröße erhöhen. Jawohl. Hab mich 50 gekostet, das ist eh schon verdammt viel. Aber wir haben jetzt einen Soldaten mehr. Lagerzentrum. Immer noch alles so wie vorhin. Gut, wir brauchen eine neue Mission. Ist verdächtig still. Oh, Entführung. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Australien, sehr schwer. Ja, maybe. Panik in Frankreich, Argentinien. Nochmal ein Sergeant wird es da geben. Wisst ihr was, wir machen die sehr schwere Mission, oder? Wir haben einen mehr, wir haben einen Sergeant dabei. Aber ich werde auf diese Mission ganz bestimmt keinen Aliens dann. Mrs. Paxton, Ihre Bewaffnung bitte. Ja, das sieht gut aus. Mr. Paxton, vergessen Sie den Pulsbogen. Nehmen Sie eine Nanofaserweste mit. Bleiblex. Gut, der Rest sieht einigermaßen gut aus. Gut, wir haben 5 Leute im Team, das sollte eigentlich passen. Wobei ich eigentlich gewillt bin, dass ich die gute Alice vielleicht ein Sturmgewehr schnappen sollte. Jawohl, wir starten. Wo geht's hin? Australien, glaube ich, war das, oder? Ja, wir fliegen einmal um den Globus. Um die Menschheit abermals zu retten. Hier am 10. April 2015. Ist eingetroffen. Um 5 Uhr morgens. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen darunter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. Operation Gefallener Gedanke. Schalten Sie alle gegnerischen Ziele aus. Finden und sichern Sie Meldkanister. Ich werde tun, was ich kann. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Das wird eine sehr schwere Mission. Das wird eine verdammt schwere Mission. Ich muss jetzt erstmal die Lage checken. Ist das hier eine Levelgrenze? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall ein Waschsalon. Rücke aus! Maya, bitte vorne an die Wand. Der gute Sniper. Den werde ich jetzt mal ganz frech hier positionieren. Außerirdische Einsicht! Dem ersten Eindruck nachzuurteilen, würde ich sagen, die Aliens haben diese Einheit entwickelt, um damit einzelne Ziele zu verfolgen und zu isolieren. Außerdem scheint sie über ein hochentwickeltes Ausweichsystem zu verfügen. Von diesen Tentakeln sollten wir uns wohl besser fernhalten. Ich werde auf dieser Mission sterben, so wie es aussieht. Es sind getarnte Feinde. Okay, Alice hier rüber. Paxton. Hier rüber. Gott. Ich weiß gar nicht, wie man getarnte Feinde aufdecken könnte. Das überhaupt geht oder gar nicht geht. Oder?
Da ist noch Wäsche drin. Die Dinger drehen sich noch. Okay, die waren hier hinten. Die Frage ist, bleiben die da hinten? Oder nicht? Oniva. Die Sache ist die, ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Mission nicht gespeichert. Ich hab jetzt echt keine Lust reinzugehen in den Waschsalon. Alice nach vorne. Mal gucken, was dabei rausgeht. Ah. Hey, ist da jemand von euch? Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ja, genau, ich habe Zeit mit denen zu kuscheln oder was? Ich werde von allen Seiten überrannt, will ich schon fast meinen. Und der gute Swordfish sieht wieder keinen. Niplex. 32%. Ja, das wird er nicht treffen wahrscheinlich. So ist es. Maya-chan sieht ihn nicht. Du siehst dafür zwei Feinde. 36%. Ebenfalls 36%. Ah, es war nett gemeint, aber hat nicht sein sollen, ne? Wechseln zurück. Wir müssen hier irgendwie unseren Sektor sichern. Maya, du bleibst hier. Das ist blöd, weil ich muss wieder einen Turn verschwenden für ihn. Du bleibst nochmal Feldposten. Mal gucken, was rauskommt. Ah, Paxton. Ah, daneben. Maya? Die schießen alle daneben. Schuss hat nicht gesessen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ah, Alice. Alice. Mein Sergeant. Deckt die Flanken. Ah, Flyflex. Ich würde mal sagen, ich bin für eine sehr schwere Missi nicht ausgelegt, ne? 33%, das triffst du nie. Na, sag ich doch. 47. Ja, Netflix könnte treffen. Ich habe hier keine Kugeln mehr. Was ist los mit euch? Maya? Ja, immerhin zwei Schadenspunkte. Ah, was mache ich mit der guten Alice? Du könntest ihn töten, wenn du triffst. 56%! Ernsthaft? Ja, der Alien trifft natürlich in jedem Turn. Sippy. Ich glaube, dass Pniplex und die gute Alice nicht mehr lange mitmachen. %55. Swordfish, komm. Yes! Hinter dem beschissenen Volvo weggenatzt, ey. Du hast noch 2, 4, 5 Hitpoints. Wie viel hast du noch? Du hast nur bis 3. Alice, du musst hier unbedingt weg. Wo ist Maya? Da ist Maya. Position bestätigt. Wechsel du mal die Position. Du hast zu wenig Munition. Das heißt, du lädst nach. Na,
Du heilst bitte Kneiplex, genau. Nee, Heilung soll nicht wehtun. Okay, Paxton. Mein Freund. Ist dieser Nebel jetzt giftig oder nicht? Das ist die Frage. Hier bin ich im direkten Feuer von dem Kerl. Paxton kommt seiner Alice zur Unterstützung. Was hat er jetzt vor? Yes, Alice trifft für zwei. Aber er kommt mit dem Leben davon, der Hund. Alles klar. Die Sache wird natürlich jetzt nicht einfacher, ne? Da drin sind die getarnten Aliens hier hinten. Falls sie da noch sind, ich weiß es nicht. Die Frage ist, gehe ich durch das Gebäude oder gehe ich außen rum? Ich könnte natürlich auch aufs Dach rauf, ne? Unterwegs. Maiplex, Vorstoß. Maya. Verstanden, Commander. Bleibst ein bisschen hinter ihm. Swatfish. Das auf dem Dach wird uns wahrscheinlich nichts helfen, wenn die alle in dem Gebäude sind. Mrs. Mega. Mr. Mega. Alter, nach vorne preschen wird jetzt überhaupt nichts bringen. Und der Lampenposten hier, der gibt keine Deckung. Ja. Gut, dass ich Paxton den Skill gegeben habe, dass in der Reflexphase die Schüsse automatisch verfehlen. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Paxton, du machst den Feldposten. Du hast noch Hälfte Munition. Bringt es was, Swatfish auf das Dach zu setzen? Das ist die Frage. Es sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Das ist auch blöd, dass er den Feind nicht sieht. Bitte schnell Reflexe. Geht vorbei. Oder hat sie den Skill? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Einer von den beiden hat den Skill. Okay, Feldposten. Ich sehe den Feind. Sieht Swatfish den. Nein, Swatfish sieht den nicht. Warum siehst du immer nichts? Ich finde das echt nicht okay. Okay, geht mal in Deckung. Kneiplex sieht leider auch nichts. Wir gehen rein in die gute Stube. Machen einen Feldposten hier drin auf. Kurz bis mittlere Distanz ist Kneiplex echt super. Begebe mich auf Position. Ich glaube, alles, was weiter weg ist, ist seine Waffe einfach nix. Maya, Channel, machst den Feldposten. Du hast leider kein Medikit mehr. Ah, Kneiplex? Jawoll! Den hat sie ja richtig zerfetzt. Einen Meld habe ich schon verloren. Eins ist noch irgendwo. Ja, die Sache ist jetzt natürlich. Die ganze Front ist hier offen. Das ist so doof. Ja, meine Leute sind ja einigermaßen gut bei Gesundheit. Zumindest noch. Auf dem Weg. Okay, Feldposten. Naja. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Tür. Packen wir es an. Ich weiß halt nur nicht, wie das sich verhält mit den blöden getarnten Aliens, was wir gesehen haben. Das könnte nämlich so ein Problem werden später irgendwann. Okay, Alice ist auch in Sicherheit. Swatfish, ja, du bist jetzt ein Fall für. Mit einer Sniper drin im Lokal. Alien-Aktivität.
Kein Alien zu sehen. Ist halt blöd, weil ich nicht weiß, wie viele Aliens hier rumwuseln. Paxton über die rechte Flanke bitte, danke. Pneiplex am besten hinter den Tresen. Mit Feldposten. Maya hier ins Eck und die Tür öffnen, hat Pneiplex freie Schussbahn. Ebenfalls ein Feldposten. Swatfish, Feldposten, du hast beide Türen im Auge. Alice, rück bitte bis zur Tür vor, damit wir die Gasse hier hinten in Augenschein nehmen können. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also, mein Mindest... Ne, wie soll ich sagen? Das Mindeste, wie ich meine Gruppe zerreiße, sind immer Zweierteams, ja, dass immer einer Deckung hat. Was war das für ein Geräusch? Ich will es gar nicht wissen, was das war. Paxton, hinter die Tür. Feldpost. Kneiplex. Tja, ist natürlich jetzt blöd, weil ich nicht weiß, was da im toten Winkel auf mich lag. Ich meine, wir würden von hier kommen. Es ist vielleicht ganz intelligent, wenn ich hier hingehe. Okay, die Gasse scheint frei zu sein. Das sind noch zwei Türen hier vorne. Oh Gott, da ist noch so ein fettes Gebäude. Diese Mission könnte eine Weile dauern. Maya? Verstanden, Commander. Hier rüber. Feldposten, falls etwas um die Ecke schleichen sollte. Swatfish, du rückst bitte auf. Oh, sie hat keine Muni mehr. Plexi. Von hier könnte was kommen. Geh mal hier hin. Alien-Aktivität. Solange die Tür nicht aufgeht, weiß ich, die Viecher kommen nicht raus. Es könnte natürlich auch sein, dass die außen rumgehen. Was extrem kacke wäre für mich. Okay, Nachbargebäude. Die Frage ist jetzt natürlich, macht es Sinn, ins Nachbargebäude zu gehen? Oder sollte ich erst hier reingehen? Das ist natürlich die Frage jetzt. Bestätige. Liebste Maya, Tür öffnen. Swordfish. Ja, du hast natürlich jetzt eine geile Position. Begebe mich auf hier. Position. Genau, du machst keinen Feldposten. Soll mir auch recht sein, dann gehst du alle in Deckung. Okay, was bedeutet dieses Symbol? Weiß ich nicht. Tja, ich müsste diesen Waschsalon noch untersuchen. Es ist hora de correr. Alice hinter dem Müllcontainer. Paxton hat das hier im Auge. Kneiplex, du gehst hier hin. Hinter den Wagen. Falls was das kommen sollte. Ich habe beide Meldpunkte verloren. ¿Qué ha sido ese sonido? Oh oh. What the... Was war das? Tentakelfinger! Shit. Das ist jetzt extremst ekelhaft. Wieder so gut. Paxton, du hattest eine 15%ige Chance, das Vieh zu treffen. Alter. Manos a la obra. Du hast das Ding richtig zerlegt. Okay, ich muss mich besser schützen, besonders von hinten. Ich darf das Team nicht mehr so weit auseinanderziehen. Nightblacks Feldpost. Maya, du kommst bitte zurück.
Nämlich. Okay. An Kneipplecks Seite. Du machst ebenfalls einen Feldposten, genau. Swatfish. Ja. Wo tue ich dich hin? In Bewegung. Am besten hier hin. Wenn ich wenigstens wissen würde, wie viele Aliens das jetzt noch sind. Oh mein Gott, das steht auf dem Pickup. Nyplex? Maya? Oh, von zwei Seiten. Geil! Nächstes Mal kriege ich ihn. Sie verlagern den Angriff. Ein beunruhigender Anblick, gelinde gesagt. Was? Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht. So viel steht fest. Was ist das für eine Missy? Sehr schwer, war nicht untertrieben. Was sind das für Dinger? Die haben Jetpacks. Oh Gott, ich sitze hier wie am Präsentierteller. Paxton, das könnte deine Chance sein, zum Sergeant aufzusteigen. Schieß das Ding weg. Maya, du? Für eine Salve hast du noch Muni. Jawoll. Keine Munition. So muss es sein. Swordfish würde ihn sehen, kann aber nicht schießen in dem Zug. Weil ich ihn bewegt habe. So was Dummes. Hier ist keine Deckung mehr vorhanden, das ist ein bisschen blöd. Snipelex, du gehst hier hin. Du hast volle Deckung. Mach einen Feldposten. Du kannst noch einmal verteidigen, bevor du nachladen musst. Ellis, Feldposten. Ich weiß nicht, wie mobil und stark die Kreaturen hier sind. Ja, sie springen schon irgendwo rum. Die könnten auch übers Dach kommen, theoretisch. Und das werden sie auch. Paxton muss nachladen. Das ist ein sehr ungünstiger Moment. Gott, sie muss auch nachladen. Los jetzt. Das ist natürlich blöd, wenn das Vieh jetzt direkt hinter mir auftaucht, ne? Nyplex kann nichts machen, so wie es aussieht. Könntest du... Du könntest... Machst du auch. 72%. Komm, das gelingt. Yes! In wie vielen gefährlichen Situationen Alice jetzt schon war? Alice ist awesome. Definitiv. Aber ich schieb sie mal von dem blauen Pickup weg. Ich soll hier stehen am PC. Dann habe ich hier nämlich so einen Defense-Kreis, mehr oder weniger. Ist auch im Feldposten. Ich bewege mich jetzt keinen Millimeter weg. Die sollen zu mir kommen. Das sind. What? Das sind ja noch drei auf dem Dach. Ich springe da eiskalt runter. X-Rays rücken vor. Sie flankieren uns. Ich hätte jetzt geschrien, wenn der Paxton über den Hafen geballert hätte. Alter Schwede. Okay, einer ist oben auf dem Dach. Der sitzt hier. Den siehst du aber nicht. Du bleibst mal Feldposten. Das war super. Du siehst zwei. 56, 56. Den müsste eigentlich Pneplex auch sehen, oder? Nein, weil er muss nachladen. Wieder am Start. Maya, du aber. 60%. Knall das Vieh weg. Nicht ganz, aber fast. Paxton, was siehst du? Liebe und Sterne wahrscheinlich. L'Oreal, la prochaine fois. Der da oben könnte gefährlich werden. Der muss weg. Alice, why?
Solange die Wand noch steht, hat Paxton wunderbar die Überlebenschance. Ah, Alice. Alice muss da weg. Okay, der Alien ist zumindest tot. Hat sie eigentlich noch das Medikit? Sie könnte stabilisieren. Alice ist verdammt nochmal angeschlagen. Paxton. Ich bin ja fast gewillt, dich da reinzuschicken, ja? Feldposten. Niplex. Was? Der kann so weg. Ernsthaft? Der kann auch nie und nimmer so weit gehen. Nee, wir schieben dich hier hin. Du siehst den Feind. Das ist super. Ich könnte das ganze Ding einfach in die Luft jagen. Mache ich auch. Nee, das geht nicht in der Runde. Shit. Dann schießt man eine Salve so rein. Yes! Das Hirn weggeschossen, ey. So muss es sein. Spotfish, du gehst mal nach hinten. Vielleicht kannst du so einen Typen oben wegsnipern, wenn er sich wieder zeigt. Einer ist noch hier. Paxton, go! Yes! Wunderbärchen, dann bleibt doch nur noch der Typ auf dem Dach im Endeffekt, oder? Alice, du bist ein bisschen verwundet. Nur mal so nebenbei. Ah, doch, ich kann sie heilen. Medikit ist noch was drin. Sprüte mal hier rüber. Genau, Maya-chan kann heilen. Man kann das Medipäckchen öfters benutzen und er heilen. Ah, ne, ich habe keine Medikit-Anwendung mehr. Shit. Zu früh gefreut. Ah, ich müsste zwei Leute hier hochbefördern. Auf eine offene Fläche, wo ein Alien sitzt. Wird so nicht passieren, denke ich. Rücke aus. C'était quoi? Gott, wie groß ist denn das Gebiet, ne? Ach ja, wir könnten ja noch 100.000 Sachen kommen, ne? Schaffe ich das in einem Zug? Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Schafft er das? Überlebt er das, wenn ich den da hochschicke? Ach du Scheiße, das war eine dumme Idee. Na also. Einsatzziele erreicht. Gott sei Dank, das war der letzte. Knapplex ist awesome. 10 Aliens waren das. Alter Schwede, die Mission war heftig. 10 Aliens. 2 Arten, 3 Arten, die habe ich noch gar nicht gekannt bisher. Da dürften jetzt einige Leute auf die Intensivstation kommen. Aber 3 Leute haben... Level Ups. Alice ist auf jeden Fall 15 Tage außer Gefecht. Das war ihr erster Einsatz und sie hat mit Bravour bestanden. Kniplex, du bekommst den Rang Corporal. Du bist eine Woche lang außer Gefecht. Was haben wir denn da? Kugelhagel. Wenn du als erstes mit deiner Primärwaffe Standardschüsse abfeuerst, beendet das nicht mehr deinen Zug. Geil. Holo-Zählen, auf Gegner zu schießen oder sie niederzuhalten, gibt Verbündeten, die dieses ebenfalls
die diese ebenfalls angreifen, einen Bonus von 10% auf ihre Zielsicherheit. Das ist beides gut, aber ich mache den Teambonus. Maya-chan, du wirst ebenfalls Corporal. Was hast du denn? Sprinten. Der Soldat kann sich 3 zusätzliche Felder weit bewegen. Oder Feuerschutz. Erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff, nicht nur bei Bewegung. Das ist gut. Und Swatfish. Schnellschuss. Entfernt Beschränkung des Präzisionsgewehrs bei Feuern und Feldposten nach der Bewegung. Heißt das dann, wenn ich ihn bewege, ich kann trotzdem feuern? Zielsicherheit reduziert sich um minus 10. So, er kann feuern, aber er ist nicht mehr so zielgenau. Das ist doof. Truppsicht. Ermöglicht es, auf alle Ziele zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Diese Ziele können allerdings nur durch Präzisionsschüsse kritischen Trefferschaden erleiden. Truppsicht ist schon fast besser, ne? Definitiv. Schweberautopsie, dünner Mann-Autopsie, Sucherautopsie. 3 Sektoidenleichen, 3 Schweberleichen, 2 dünner Mann-Leichen, 16 Waffenfragmente, 2 Sucherfracks. Labor, jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundbonus 10%. Forschungsgeschwindigkeit für jedes direkt angrenzende Labor. Nice. Der Einsatztrupp, den XCOM nach Australien entsandt hat, konnte in Melbourne eine Entführung durch Aliens verhindern. Australien ist dankbar und hofft, dass diese Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. Plus 200 Credits. Panik in Südamerika und Europa. Die Panik in Australien hat sich um 2 abgeschwächt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Frankreich und Russland sind kritisch. Die aus Geldgeber zu verlieren, wäre schlecht. Sehr schlecht. Da haben wir noch eine Forschung am Laufen. Dieser Koloss aus Fleisch und Metall stimmt nicht bedenklich. Was setzen wir aufs Spiel, wenn wir Mensch und Maschine verschmelzen lassen? Werden wir eine klare Grenze ziehen, die wir nicht bereit sind zu überschreiten? Oder lassen wir sämtliche Skrupel hinter uns und opfern all unsere Werte dem endgültigen Sieg? Ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Technologie der Aliens nicht in die falschen Hände gerät. Ich muss es immer wieder betonen, Dr. Shen hat anscheinend noch nie Independence Day gesehen, ja? Noch nie. Okay, wir heben hier nochmal was aus. Das braucht noch einen Tag. Blendgranaten. Phoenix können. Ich gebe schon mal einen Satelliten. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. 20 Tage, ernsthaft? Ist schon nicht schlecht. Liebe Leute, wie es weitergeht bei XCOM, Enemy Within im Weihnachtsspecial, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn ihr mit dabei sein wollt in diesem XCOM-Team, schreibt mir einen Kommentar, dann bringe ich euch in das Team und ihr könnt mit mir zusammen gegen die Invasoren kämpfen. Ich bin euer Zagon, bleibt mir wundervoll, bleibt mir sexy, danke fürs Zusehen, ich sage immer stay tuned. And so long.